Heute geht es um die Nebenschilddrüsen. Dieses Video erklärt verständlich die Funktion dieser lebenswichtigen Organe und ihre Rolle im gesamten Organismus. Vertrau mir ein paar Minuten deiner Zeit an und ich verspreche dir, du wirst die Zusammenhänge in unserem Körper umfassender verstehen. Wie ihr Name vermuten lässt, befinden sich die Nebenschilddrüsen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schilddrüse, also hier im Halsbereich, in der Nähe des Kehlkopfs. Hier abgebildet. Wir haben vier Stück davon und sie haben eine zentrale Aufgabe. Ihre zentrale Aufgabe ist es, den Kalziumspiegel im Blut konstant zu halten. Kalzium hat einen zentralen Einfluss auf zwei lebensnotwendige Organsysteme, die Muskulatur und das Nervensystem. Kalzium stabilisiert das elektrische Membranpotenzial. Von 8,6 bis 10,3 hat das Kalzium eine perfekt stabilisierende Wirkung und die Elektrizität im Nervensystem und in der Muskulatur funktioniert und läuft so, wie sie soll. Im Bereich darüber wird es quasi zu stark stabilisiert. Das heißt, im Beispiel des Herzens im Extremfall hört das Herz auf zu schlagen. Im Nervensystem, wir werden lethargisch und abgeschlagen und so weiter bis zum Tod. Ist hingegen der Kalziumspiegel deutlich zu niedrig, kommt es zum anderen Extrem. Es kommt zu einer extremen Übererregbarkeit des Nervensystems und der Muskulatur. Es kommt zu Krämpfen, im Extremfall zur Tetanie und ebenfalls zum Tod. Wie man hier sehen kann, ist die Kontrolle des Kalziumspiegels extrem wichtig. Das ist die Aufgabe der Nebenschilddrüsen. Besprechen wir die Hauptdarsteller, sozusagen das Who is Who des Kalziumhaushaltes. Der bei weitem größte Anteil des Gesamtkörperkalziums, 99%, befindet sich in den Knochen und liegt dort natürlich als chemische Verbindung vor. Nun sind Knochen aber nicht tot, wie bei einem Halloween-Skelett etwa, sondern Knochen sind lebendig. Und Knochen sind voller Zellen, unter anderem sogenannte Osteoklasten. Und Osteoklasten sind verwandt mit den Immunfresszellen, aber was diese Osteoklasten tun, ist es kontinuierlich Knochenmatrix aufzufressen, abzubauen und damit Kalzium freizusetzen, also freies Kalzium freizusetzen. Und auf der anderen Seite, Osteoblasten sind deren Gegenspieler, die ganze Zeit Kalzium in den Knochen wieder einbauen. Der Effekt des Ganzen ist, dass der Knochen ein sehr guter Pufferspeicher für dieses sehr kritische Blut-Kalzium-System ist, das immer unbedingt in diesem sehr delikaten Bereich stabilisiert werden muss. Das Ausmaß der Aktivität dieser beiden Zelltypen ist also eine wichtige Stellschraube, um das Verhältnis zwischen gespeicherten und freiem Kalzium zu regulieren. In dieser Koordination des Kalziumhaushaltes hat nun die Nebenschilddrüse zwei ganz entscheidende Funktionen. Zum einen ist sie der Kalziumsensor. Zum anderen kommuniziert die Nebenschilddrüse diesen Messwert an den Rest des Körpers mittels zweier Botenstoffe, zweier Hormone. Eines ist das Parathormon, ein weiteres ist das Calcitonin. Und wie die funktionieren, besprechen wir jetzt. Am besten lässt sich das anhand eines vereinfachten Beispiels erklären. Nehmen wir an, der Kalziumspiegel im Blut ist niedrig, nicht lebensbedrohlich niedrig, aber wir laufen in Gefahr, in diesen lebensbedrohlichen Bereich zu kommen. Wie wir besprochen haben, wird dieser zu niedrige Spiegel von den Nebenschilddrüsen erfasst und in ein für den Körper verständliches Signal übersetzt. Das Signal für zu niedriges Kalzium ist das Parathormon. Dieses Parathormon wird ins Blut abgegeben, verteilt sich im Körper und erreicht natürlich die Knochen und unter anderem die Osteoklasten im Knochen. Und die Osteoklasten haben ein Ohr für dieses Signal, haben einen Rezeptor und das Signal sagt, okay, wir haben nicht genug Kalzium, setz mehr Kalzium aus dem Knochen frei. Und das stimuliert diese Zellen. Und nun wird aus der Knochensubstanz Kalzium freigesetzt und der Kalziumspiegel im Blut steigt wieder und wir sind aus dem Gefahrenbereich. Im nächsten Beispiel ist nun der Kalziumspiegel zu hoch. Das wird von den Nebenschilddrüsen erfasst und das Signal für zu hohes Kalzium ist das Calcitonin. Und Calcitonin hat nun unter anderem die folgenden Auswirkungen.
zum einen ebenfalls auf den Knochen und stimuliert hier die Osteoblasten, dass diese nun mehr Calcium aus dem Blut wieder in den Knochen einbauen. Zum anderen erhöht Calcitonin auch die Calciumausscheidung über die Nieren. Der Effekt ist, dass der Calciumspiegel im Blut sinkt und wieder im sicheren Bereich landet. Das ist natürlich eine sehr starke Vereinfachung. In der Realität sind natürlich beide Systeme aktiv. Das bedeutet, sowohl eine gewisse Menge an Parathormon als auch eine gewisse Menge an Calcitonin wird kontinuierlich freigesetzt und beide halten sich sozusagen im Gleichgewicht. Auch das Vitamin D spielt eine weitere Rolle, worauf ich jetzt aber hier in dem Video nicht eingehe. Als nächstes besprechen wir einige typische Störungen der Nebenschilddrüsen und deren Auswirkungen. Auf der einen Seite kann es zu sogenannten Nebenschilddrüsenadenomen kommen. Das sind gutartige Tumore. Das bedeutet, dass sie keine Metastasen bilden, aber ihre Auswirkungen können durchaus bösartig sein. Denn diese Adenome können unter Umständen weiterhin Parathormon produzieren. Und zwar produzieren sie es jetzt in einem unkontrollierten Ausmaße. Das bedeutet, sie sind jetzt nicht mehr diesem Feedback-Mechanismus unterworfen. Stattdessen produzieren sie Parathormonen, also das Signal für setzt mehr Calcium aus dem Knochen frei, egal wie hoch der eigentliche Calciumspiegel ist. Und das führt natürlich zu Problemen. Also wenn wir jetzt dauerhafte Stimulation dieser Osteoklasten haben, der Merkspruch dafür ist dieses Stein-, Bein- und Magenpein. Beinpein ist Knochenschmerzen. Das bedeutet, dass eben diese Aktivität dieser Osteoklasten dazu führen kann. Und natürlich, mit diesen großen Mengen an Calcium im Blut können natürlich auch eher Calciumsteine entstehen. Phosphat ist die zweite Substanz, die dann natürlich im großen Maß freigesetzt wird, wenn die Knochensubstanz abgebaut wird. Gallensteine sind auch typisch, so kommt es halt dann auch zu diesen starken Magenbeschwerden. Und dann auch die Psyche wird natürlich beeinträchtigt, eben weil das Nervensystem durch diese großen Mengen an Calcium einfach beeinträchtigt wird. Also hier ist dieses Adenom abgebildet und das produziert halt weiterhin Parathormon. Eine Hyperkalziämie, also eine krankhafte Erhöhung des Calciumspiegels, muss aber nicht immer so klassisch auftreten. Das heißt, auch bei chronischer Ermüdung wäre das durchaus etwas, was man testen sollte. Die Therapie bei dieser Störung ist relativ naheliegend. Einfach die chirurgische Entfernung dieses Adenoms. Das ist normalerweise heilsam. Man muss aber aufpassen, dass es unmittelbar nach der Chirurgie nicht zu einem sogenannten Hungry Bone Syndrome kommt. Und zwar ist die Situation die, durch dieses Adenom ist das PTH chronisch erhöht. Das bedeutet, dass auch Calcium sehr hoch ist. Und in weiterer Folge wird aus der Schilddrüse, aus den C-Zellen der Schilddrüse, das Calcitonin freigesetzt. Dieses Calcitonin hat ja nun, wie wir uns erinnern, kalziumsenkende Wirkung. Das bedeutet, jetzt unmittelbar nach der Entfernung ist das Calcitonin noch frei, aber der Parathormon-Effekt fällt schlagartig weg. Das bedeutet, es kann natürlich jetzt sehr schnell zu einem Überschießen kommen. Das bedeutet, dass nun das Calcium sehr stark absinkt und sofort komplett in den Knochen eingebaut wird und es natürlich dann eben zu einem zu niedrigen Blutkalziumspiegel kommen kann, eben mit Dingen wie Krämpfen, epileptischen Anfällen und so weiter. Grundsätzlich empfiehlt es sich sehr, so eine Operation in einem großen Zentrum durchzuführen, wo eben genug chirurgische Expertise und eben Erfahrung in diesem Bereich verfügbar ist. Die zweite Störung, die ich besprechen möchte, ist der Hypoparathyroidismus, also die Unterfunktion, die krankhafte Unterfunktion der Nebenschilddrüsen. Und das ist oft sogenannt iatrogen. Also Iatros ist der Arzt. Also das bedeutet eben durch Ärzte verursacht. Und wie verursachen Ärzte es? Ärzte verursachen es meist bei einer Operation an der Schilddrüse. Also wenn die Schilddrüse entfernt werden muss, beispielsweise aufgrund eines Schilddrüsentumors oder einer krankhaften Schilddrüsenüberfunktion, kann es dabei leicht zu einer versehentlichen Mitentfernung oder Verletzung der Nebenschilddrüsen kommen. Das kommt durchaus vor. Und dann ist man natürlich meist auf Vitamin D, Calcium oder eben künstliches Parathormon angewiesen.
In seltenen Fällen kann darüber hinaus auch das Immunsystem die Nebenschilddrüsen attackieren und zerstören und so eine Unterfunktion auslösen, ähnlich wie das Immunsystem auch die Nebennierenrinde zerstören kann und so zum Beispiel eine Nebennierenrindeninsuffizienz auslösen kann. Falls dich diese Themen mehr interessieren, verlinke ich dir mein Video zur Nebennierenrinde hier. Wenn dir das Video geholfen hat, dieses Thema besser zu verstehen, dann würden Jasper und ich uns sehr über ein Like freuen und es hilft auch, dass es noch mehr Leute sehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Medizinmensch.